Lorenz Quentin, Pressesprecher des HRC Hannover. Herzlichen Glückwunsch erstmal heute zur Bronzemedaille. Kannst du uns oder überhaupt irgendjemandem erklären, wie ihr es immer schafft, zu Hause so stark aufzutreten? Wir haben zu Hause einfach eine spezielle Motivation. Das hier ist unser Wohnzimmer. Hier trainieren wir nicht täglich, aber 4-5 Mal in der Woche. Wir kennen hier, wenn hier ein Windstoß reinkommt, wissen wir genau, was passiert. Und es ist einfach eine spezielle Motivation. Insbesondere jetzt, wo unser langjähriger Vorsitzender Wolfram Thiem tragisch verstorben ist. Das hat nochmal als zusätzliche Motivation gedient und hat unsere Mannschaft nochmal deutlich zusammenwachsen lassen. Ja, es war ein sehr überragendes Rennen heute auch für Wolfram Thiem. Deswegen sind alle mit Trauerflor gefahren. Das haben wir heute schon mehrfach gesehen. Aber versuch nochmal zu erklären, vom sportlichen Aspekt her, ihr seid vermeintlich, möchte ich fast sagen, die heimstärkste Mannschaft von allen Bundesligisten. Wie ist dieser Leistungssprung möglich oder tauscht ihr so sehr vom Personal durch? Wir tauschen natürlich einen Teil des Personals ein, insbesondere Tobias Kühne, unser Olympiaruderer, ist immer auf dem Maschsee dabei. Aber ein großer Teil davon ist auch einfach, dass es in der Regel in der Mitte der Saison ist, unsere ganzen Studenten mit ihren Klausuren durch sind, unsere Schüler frei haben und wir einfach sehr, sehr viel Zeit zusammen und zusammen auf dem Wasser verbringen können und deshalb, ich denke, sehr stark sind zu Hause. Muss man sagen, war eine tolle Show heute. Das Heimpublikum hat sich sehr gefreut über die Bronzemedaille. Eine tolle Sache auch sicherlich für den Verein und für die Motivation der Mannschaft. Wie schätzt du eure Chancen jetzt bei den letzten beiden Austragungsorten in Hamburg und Krefeld ein? Es kommt ein wenig darauf an, wie es um unseren Herrn Kühne besteht, der ja doch mit über 800 Watt einer der stärksten Ruderer in dieser gesamten Liga ist. Er meinte, in Hamburg würde es wahrscheinlich gehen, in Krefeld höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, wir schätzen unsere Chancen für Hamburg ein kleines Stück besser, insbesondere auch dadurch, dass Jan Edzard-Jungmann und Matthias Arnold, unsere beiden U23-Weltmeister und neue Halter der Weltbestzeit, mit uns zusammen in einem Boot sitzen. Okay, wenn man einen Olympiaruderer im Boot hat und zwei frisch gebackene U23-Weltmeister und frisch gebackene Weltrekordler, erklärt das natürlich einiges. Lorenz Quentin, vielen Dank an die Performance heute vom HRC und viel Erfolg für die Zukunft.